Mauerbau. Da sage ich, 13. August 2024 hat das SPD-Präsidium beschlossen, Atomwaffen in Deutschland zu stationieren, weil sie doch alle jetzt kriegstrunken, kriegslüstern sind. Es ist doch unfassbar. Das heißt, knallhart gesagt, mit der SPD wählen sie den Krieg, mit der CDU wählen sie den Stalinismus von Wagenknecht. Die FDP findet ja gar nicht mehr statt, die Linkspartei auch nicht. Dann kann man 2 und 2 zusammenzählen, was dann noch übrig bleibt. Und ich mache grundsätzlich keine Wahlaussage für eine Partei. Aber jetzt frage ich Sie doch allen Ernstes, und Sie sind doch Schwabe, Ihr Mitschwabe Harald Schmidt hat das doch ganz deutlich gesagt. Er hat gesagt, ich bin für eine große Koalition, wie die Leute sie ja gewählt haben. Große Koalition, Pause, CDU und AfD. Diese beiden Parteien hätten übrigens überall bereits die Mehrheit. Ja. Das heißt, wir hätten in einer Sekunde ein anderes Land. Und jede Stunde, die jetzt verloren geht, offene Grenzen, die ganze ungeklärte Corona-Frage, dann dieser Irrsinn mit dem Klima. In derselben Sekunde, wo mir hier im Hotel einer klar machen wollte, wir werden alle verglühen, es ist eine Erderhitzung, in derselben Sekunde kommt die Nachricht, 2 Meter Schnee.